Wischerblätter austauschen leicht gemacht mit diesem Video. Wenn ihr dieses alte Gestänge austauschen wollt, dann bleibt dran, ich zeige euch genau, wie das funktioniert. Oder auch, wenn ihr die Wischer einfach generell austauschen wollt, weil das Wischbild nicht mehr schön ist, dann seid ihr Gold richtig. Um die Wischerblätter auszutauschen, müsst ihr sie in die Wartungsposition stellen, damit ihr sie hochklappen könnt. Bei meinem Fahrzeug ist das gar nicht nötig, die kann ich immer hochklappen. Wenn ihr das nicht könnt, seht ihr nur im Handbuch nach vom Fahrzeug, wie ihr genau das machen müsst. Meistens ist es einfach Zündung ein, einmal den Schalter für den Wischer betätigen und dann fährt er in die richtige Position, wo man die Wischerblätter hochklappen kann. Wenn ihr jetzt das Ganze austauschen wollt, einfach den Wischer hier quer hochklappen und nach unten abziehen. Ganz einfach, mit ein bisschen Kraft, beidhändig jetzt natürlich besser, einfach rausfällen hier, abziehen und dann ist es auch schon erledigt. Jetzt könnt ihr schon den neu gekauften Wischer eigentlich montieren. Wenn ihr nicht wisst, welchen im Baumarkt ist, immer ein Mäppchen ausgelegt, da könnt ihr mit eurer Zulassung genau schauen, welchen Wischer oder welche beiden Wischerblätter ihr benötigt. Wenn nicht, schaut halt im Internet nach oder fragt den Fahrzeughersteller. So, bei mir ist jetzt der Bosch Aero Twin AR26U. Ich muss einfach zweimal die gleichen bestellen. Meine Fahrzeuge haben rechts den kurzen, links den langen. Bei mir ist es zweimal der gleiche, also ganz easy. Beim Renault Master 3 ab Baujahr 2010. Ganz easy. Unten in der Videobeschreibung natürlich die Produkte verlinkt, die ich hier verwende. Da klappt jetzt einfach die Sicherungskappe hoch. Das war schon der ganze Zauber. Jetzt könnt ihr das Ganze auch schon montieren. Die Wischerblattstange hier vom Fahrzeug, die muss einfach durch die Öffnung von dieser Sicherungskappe gefädelt werden. Und danach hinten im Wischer Kunststoff eingehakt werden. So, also hier einmal ganz durchfahren, dann ran zur Stange und einfach komplett hochziehen, bis er wirklich fest drinnen sitzt und einrastet. So sollte das Ganze dann aussehen. Dann müsst ihr nur noch die Sicherungskappe wieder aufstecken bzw. zuklappen. Zack, das war schon das Ganze. Und jetzt den Wischer nur noch zur Scheibe klappen und es kann schon wieder losgehen mit dem Wischen. Habt ihr wieder ein schönes Wischbild und natürlich die Optik vom Fahrzeug wurde auch stark aufgewertet, indem ihr dieses alte Wischergestänge hier einfach mal entfernt habt. Hat man eher noch bei alten Fahrzeugen. Wie gesagt, die Wischer hier für meine Renault Master 3 habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Alternativ müsst ihr halt andere bestellen. Hier nochmal die alten Wischer zum Vergleich. Sieht doch einfach viel besser aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns in einem neuen Video. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentarbox damit. Auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss!